Hallo meine Freunde und willkommen zum Minecraft Montag 02 am 9. Dezember. Ein bisschen später heute, weil wegen, keine Ahnung, ist einfach so, kann immer passieren. Und jetzt habe ich Folgendes gebaut. Torben ist leider nicht am Start, der ist gerade weg. Leider. Nee, in dem Rathaus, was wirklich schön gelungen ist. Ist jetzt eine schöne Minecraft-Strecke um die Dingsens rum und so. Ich hoffe, das klappt jetzt doch alles. Ja, doch, klappt. Okay. Ja, die fahren wir kurz einmal ab. Und dann erkläre ich was, warum die jetzt hier so ist. Also im Prinzip soll irgendwie alles Wichtige um diese Strecke herum entstehen, damit wir so kleine Zwischenbahnen verbauen können oder einfach aussteigen können. Damit die wichtigsten Sachen leichter zu erreichen sind. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich noch irgendwas bauen. Ich werde mir noch überlegen, was. Irgendwas weiter bauen und euch das dann sagen. Stuhl. Außerdem ist es so, dass die Minecraft-Bahn relativ, man erkennt sie auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich die noch die letzten Dings verstecke, weiß ich noch nicht. Überlege ich mir. Und ja, das ist es soweit, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch fertig. So, und jetzt überlege ich mir, was ich kreatives Schönes bauen kann. Und das baue ich dann. Und dann melde ich mich gleich noch mal kurz wieder. Bis dann. Tschüss. So, und da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt ein bisschen rumgedacht, rumprobiert und auch einige Sachen rausgefunden, was ich hätte machen können und was ich gemacht habe. Ich habe Pläne für die Zukunft ein bisschen und ich habe einige lustige Dinge schon eingebaut bis jetzt hier. So, im Rathaus hat sich natürlich nichts verändert. Und das ist jetzt sozusagen die Hauptstraße, die hier vom Rathaus wegführt. Die habe ich jetzt ein bisschen weitergeführt. Und auf jeden Fall, ja und so, führt hier eine Hauptstraße lang, die ich noch ein bisschen verbessern muss anscheinend. Die sieht ganz okay aus. Ich weiß nicht, ob ich das so eintönig lasse. Das frage ich Torben mal, was der das sagt. Der hat ja eine schöne Ahnung, was schön aussehen sagt und was wir hier genau machen, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Da habe ich auf jeden Fall erstmal schon mal was gemacht, weil eine Stadt soll zwar viele schöne Sachen haben, einen riesen Tannenbaum und so, kommt später noch, das habe ich mir halt schon gedacht. Aber eine Stadt braucht auch normale Häuser. Ich denke, was ist das denn? Ja, das ist kein normales Haus, das ist eher so ein ärmliches Haus. Wisst ihr, wer hier wohnt? Knutschfleck. Der liebe Knutschfleck. Der wohnt hier. Ja, in seinem ehrlichen Haus. Er kann sich nicht viel leisten, aber Knutschfleck ist zufrieden mit seinem Leben, ne? Ja, genau. Er hat ein Bett, eine Küste, kann arbeiten. Ist alles super. Kann dann das Klo machen. Oder es ist ein Kessel, aber ist egal. Ja. Ich finde, Knutschfleck hat ein schönes Leben. Und so werde ich nach und nach auch normale Häuser reinbauen, um einfach Leben in die Stadt zu bringen, weil die gehen ja tagsüber auch raus, glaube ich jedenfalls. Und dann könnte das hier echt eine interessante Truppe hier werden. So, des Weiteren habe ich gebaut. Da habe ich mir ganz viel Mühe gegeben, das sieht am Ende aber ein bisschen seltsam aus. Da fahren wir mal kurz mit der Bahn hin. Oh. Das ist falsch rum. Hallo, warum? Ja. Das war jetzt nicht geplant, dass ich so rumfahre, oder doch? Weiß ich gerade gar nicht. Aber egal. Ja, ich fahre einfach mal. Der Gretler jetzt immer lacht, vielleicht weil ich so dumm bin, eine Ruppe ist. Ha? Aber okay, gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das genau war. Ich habe ja auf jeden Fall was hin. Ja, Ruppe, jetzt kommt das natürlich. Boah, jetzt anscheinend doch. Okay. War alles abgemessen. Oh, cool hier. Es ist echt so. Und jetzt sieht man hier schon. Wir sind angekommen. Ja. Am Ende der Stadt ist ein Tante Emmas Geschenkeladen betreten. Da war ich in Gefahr. Hatte ich gerade die Idee, ich brauchte einen Tante Emma Laden. Und zwar, da kann man seine Weihnachtsgeschenke kaufen, was man noch keine hat für seine Liebsten. Ach du Scheiße. Ja. Und hier ist ein bisschen lustig dekoriert mit ein paar Geschenken, die man halt kaufen kann quasi. Das ist so die Kasse. Und hier ist Emma. Von Tante Emma. Okay, Kasse. Achtung, Laden wird nicht videoüberwacht. Nur Emma. Oder hier sowas wie Angebot der Woche. Nun, 3, Zahl 4. Also im Prinzip habe ich mir da relativ viel Mühe mitgegeben und sieht jetzt vielleicht nicht so vornehm aus. Hier ist noch Dreck, fällt mir gerade auf. Ja, das ist so ein Fail. Hä? Oh. Ja, passt schon, ne? Ja, aber gut, hier kann man seine Geschenke kaufen, falls man noch keine hat. Ja, das ist doch super, finde ich, ne? Fällt vielleicht von draußen ein bisschen dezent aufgekommen, ob ich dann noch was machen kann, ob ich den See ansonsten einfach wegmache, dann sieht man das nicht. Ja, ansonsten
haben wir den schönen Emmerland. Das erste Haus ist gelegt. Die nächsten Tage werde ich vielleicht noch ein bisschen weiterbauen. Ich denke mal schon, auf jeden Fall mit Torben zusammen. Dass wir auf jeden Fall was noch zustande kriegen. Und dann würde ich jetzt einfach mal als gerade sagen, es ist schon natürlich spät und so. Deshalb muss das Video heute nach oben und deswegen lade ich es jetzt auch so weit hoch. Ich denke, ich habe heute einiges geschafft. Und vor allem eine riesige Struktur gebaut hier mit Minecraft-Bahn und so. Ups. So. Jedenfalls, ja, das war's soweit. Nächsten Montag sehen wir wieder. Vielleicht schon mit deutlichen Fortschritten. Ich werde mich bemühen, auf jeden Fall die Zeit zu finden, auch wenn es jetzt relativ schwer wird. Übrigens, nächsten Montag habe ich sogar Geburtstag, fällt mir gerade auf. Das heißt, an meinem Geburtstag gibt es die nächste Minecraft-Dorf-Folge. Da bin ich mal gespannt, ob ich da. Also, dann mache ich ja vorher viel, anstatt dann an meinem Geburtstag werde ich nicht viel bauen, das denke ich mal so. Da werde ich nicht so viel. Naja, vielleicht nehme ich das Video auch im Voraus drauf. Jedenfalls, ich mache das halt irgendwie, ich schalte das schon. Hauptsache, ihr habt die Videos zu sehen und ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Und ich falle jetzt, glaube ich, gleich nur noch ins Bett, weil ich bin einfach todesmüde. Aber ja, so muss das auch mal sein. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat Tag 9 gefallen und wir sehen uns einfach wieder morgen. Ne? Was ist morgen? Duell. Ach ja, COD-Duell, du Wild. Okay, gut, dann bis morgen. Tschüss.